Das war ein schöner Kuss, Pöni, oder? Ja, ja. Möchtest du auch einen zur Begrüßung haben? Ach, das wäre schön. Komm mal her. Oh. Das darf aber auch nur der Pöni. Guten Morgen. Jetzt hast du sogar Lippenstift auf der Wange. Ist mir völlig wurscht. Grüß dich, Simone. Wir haben zwei Filme vorbereitet, die du heute bitte kritisieren sollst. Einmal Dame König als Spion. Ja, die Adaption eines John le Carré Romans aus den 70er Jahren. Da fragt man sich natürlich, was soll das 2012? Zumal das in den 70ern eine 7-teilige Fernsehserie war mit einem der größten Schauspieler, den wir je hatten, Sir Alec Guinness. Aber ich sage mal, bevor wir die ersten Bilder sehen, es lohnt sich wirklich. Aber aus ganz anderem Grund. Es ist ein Agenten-Thriller der ganz besonderen Art. Wir gucken kurz rein und dann wird Pöni richtig kritisiert. Es gibt einen Maulwurf. Ganz, ganz oben in dem Laden. Er sitzt dort seit Jahren. Sie müssen etwas für mich tun. Gehen Sie davon aus, dass Sie beobachten. Er hat unseren Mann in Istanbul getötet. Der Moment ist gekommen. Es ist so widerlich. Wir sind gar nicht so verschieden, Sie und ich. Wir haben beide immer nach der Schwachstelle des anderen gesucht. So, jetzt darfst du richtig im Sinne von ausführlich kritisieren. Andersrum gesagt, wenn du einen Agenten-Thriller hörst, dann denkst du an James Bond, dann denkst du an Verfolgungsjagden, schöne Frauen, die aus dem Wasser steigen im Bikini und denkst an Martini und ähnlichen Dinge. Vergiss alles. Wir sind in den 70er Jahren in England im britischen Geheimdienstzentrum. Das wird geleitet von 5 Leuten, Inner Circus. Und einer von den 5 ist ein Verräter. Es passiert ein fürchterliches Unglück in Prag. Einer wird erschossen und George Smiley, gerade entlassen, kommt zurück heimlich und soll ermitteln, wer aus dem großen oberen Kreis ist der Verräter. Aber wie gesagt, 70er Jahre, es kommt hier nicht auf die Knallbumm-Zisch-Aktion an, sondern auf die Bewegung, auf die Atmosphäre. Die Büroräume sehen aus wie abgestandene Finanzamtsgebäude. Die Leute tragen Aktentaschen, die abgeschlossen sind. Die tragen dicke Brillen. Die Gesichter entscheiden. Jede Bewegung, jede Sekundenbewegung, jede Äußerung ist entscheidend, ist spannend, ist aufregend, weil davon hängt vieles ab. Das heißt, dieser Film ist ein Kopfthriller. Man muss verdammt dranbleiben, um diesen Personenwirrwarr auch zusammenzusetzen, um dieses Puzzle zusammenzusetzen, um die Person in den Griff zu kriegen. Das ist ganz, ganz schwer. Das heißt, hier kannst du nicht mal schnell mal ausschalten und kannst dann wieder reingehen, sondern du musst ununterbrochen dranbleiben und du hast einen Hauptdarsteller, Gary Oldman. Das ist ein Shakespeare-Darsteller aus Großbritannien. Einer der im Augenblick wirklich allergrößten. Der kann man mit Alec Guinness aus dem 20. Jahrhundert gleichstellen. Guck, da war er. Hier bei uns im Studio. Ich habe mit ihm gesprochen. Das ist eine so aufregende Person, eine so spannende Person und der arbeitet aber nur mit seinem Körper, mit seinen Augen. Der redet vielleicht 50 Sätze in dem ganzen Film, aber wie das entwickelt wird, wow, dass wir heute noch so einen Thriller hinkriegen und nicht immer nur bum bum aus und da ist der Böse, da ist der Gute. Nach 10 Minuten hast du den Film im Griff. Nein, genau das Gegenteil. Du musst dir richtig mit Mühe geben, dann macht das spannend, das ist atmosphärisch. Das ist ein großer Film, Dame, König, Spion, Ass, nach einem berühmten Roman von John le Carré. Besser als Sir Alec Guinness? Das kannst du nicht. Alec Guinness war überragend und Gary Oldman ist heute überragend. Ich mag diese Wettbewerbe nicht Nummer 1 und Nummer 2. Beide sind super, aber Gary Oldman heute passt definitiv in die Rolle des Jägers, des trockenen, eiskalten, coolen Jägers, der selber ein großer Melancholiker ist und riesen Privatprobleme hat. Also wir halten fest, ein komplizierter Film, weil man dranbleiben muss, aber unbedingt sehenswert. Spannender so, Film, dann läuft morgen auch ein deutscher Film in den Kinos an. Zettel. Heiß erwartet. 7 Jahre lang hat er keinen Film gemacht. Er hat 3 Jahre in Berlin recherchiert. Helmut Dietl, einer der großen. Kir Royal, Monaco, Franze, Stonk, Rossini, was der alles gedreht hat. Ist einer der absolut großen Komödianten in diesem Land. Und wir waren alle sehr gespannt. Und ich denke, wir gucken uns mal erst die Bilder an. Da sind sie. Bitte, Herr Dossier. Geben Sie mir eine Chance. Ich kenne jede unter jeden. Und mich kennt auch jeder unter jede. Jedenfalls in Berlin. Und was haben Sie jetzt gesagt zu der Dame? Schicker Lift, Obi. Obi. Runter. Susi, du Schlampen, du Chinesische. Sonst beiß ich dich in deine Lotusblüte, in deine Süße. Auf Chinesisch? Ja. Das wissen Sie eigentlich über den Krankenkanzler. Ah, der Kanzler ist krank. Aha. Hirnströme sind... Ströme nicht, oder wie? Komm, jetzt schön regieren. Das ist eine Story für Sisse. Jetzt einmal langsam. Was genau ist mit dem Kanzler? Der wird dich versteckt, sag ich dir. Du, hier ist eine oberfaule Kacke am Dampfen. Wer hat sich denn die linke Kiste ausgedacht? Du, das Leben.
Dieses Leben, das schreibt er, wie du weißt, die linkesten Kisten. Chin, chin. Ja, stimmt. Erst die Münchner Spusi-Szene, jetzt die Berliner Poliz-Szene. Und das ist eine satirische Häme, die wirkt dank dieser großartigen, prominenten Schauspieler und dieses fantastischen Ensembles. Okay, und du sagtest, du magst den Film nicht, aber du findest ihn gut. Ich mag den Film nicht, aber ich finde ihn gut. Wir brauchen öfter so eine Filme. Hans-Ulrich Füllner, heute Morgen bei uns. Danke, dass du da bist. Denk mal nach.